In einer Zeit, in der die Enten langsam aussterben und die Enten langsam zu Geflügelgeschnetzeltes verarbeitet werden, kann es nur eine Ente geben, die für diese Mission auserwählt ist. Die PlayStation 3 von Sony, das Sinnbild eines Zockers. Das großartigste Objekt. Man geht liebevoll mit der PS3 um. Spaß beiseite, Leute. Moin, Leute. Was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Dieses Video richtet sich an Abonnente. Und zwar, es geht um meine PlayStation 3 von Sony. Ich würde mich freuen, dass, wenn du dieses wunderbare Gerät hier für dein nächstes Rest in Peace benutzen tust. Ein Freund von mir, ein YouTuber, Bisa Fun Clan, hat mir geschrieben, dass ich es machen sollte, dass ich das doch zur Ahornente schicken sollte. Ich habe mir lange überlegt, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Ich habe mir überlegt, du kannst diese wunderbare PlayStation 3 haben. Unter einer Berücksichtigung. Du kannst diese PlayStation 3 haben. Von meiner Wunder, also meine schöne PS3 ganz sagen, kannst du zerstören, wie du willst. Nur den Schrott, den hätte ich gern wieder zurück als Andenken sozusagen. Jetzt ist natürlich die Frage, du schaust mir bestimmt in deiner Gartenhütte jetzt zu, mit dem Bier in der Hand oder es liegt irgendwo. Das wäre doch super, oder? PS3, das wäre es doch. Rest in Peace, Kills PlayStation 3. Und die ist mir ja mal kaputt gegangen, aber die ist vom Äußerlichen absolut noch funktionstüchtig. Die summt auch noch und da ist noch alles drin, was dazugehört. Jo, jetzt ist es natürlich an dir, liegt es natürlich an dir, ob du die PlayStation 3 haben willst. Guck mal, was ich hier habe. Dann kannst du mich natürlich anschreiben hier auf YouTube mit einer persönlichen Nachricht. Hey, das Ding will ich haben. Das benutze ich für Rest in Peace. Weil so ein Angebot, denke ich mal, bekommt man nicht alle Tage, dass jemand dir die PS3 vercheckt oder schenkt, sozusagen. So, lieber Ahornente, da ist das Ding. Entscheide du. Ich habe ja eh eine neue PS3, das ist die. Und hau rein, Abonnente, und übernächst dir.